Und in diesem Sinne, schon der erste Satz verkackt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beholder. Und zwar hier in meinem Telefon. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel, viel, viel Spaß. Es kann nicht mehr schief gehen, als eh schon schief gegangen ist. So, ich muss gerade ganz, ganz, ganz kurz einmal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Ich weiß, wir müssen hier Herrn Schimmer immer noch aus der Wohnung rauskriegen. Und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie. Aber ich denke, wir müssen dem bestimmt irgendwas untermogeln. So, das ist die... Was? Betrunken und glücklich? Ach so, ja. Clara hat nach Alkohol gefragt. So genau sind wir stehen geblieben. Und zwar ist das die Perle, die wir da dem Arzt besorgt haben. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür, ich habe jetzt deinen Namen nicht mehr ganz im Kopf, dass diese Frau vielleicht... Naja, man hätte es ja vermuten können, weißt du, wer so eine Karten in Kasten, in Briefkasten steckt, dass die ja nicht so ganz koscher ist, das hätte uns vorher schon klar sein müssen. Und zwar wurde mir geschrieben, pass auf, die ist nicht so ganz das, wonach sie aussieht. So, betrunken und glücklich und deswegen verhökern wir ihr jetzt einfach nochmal eine Pulle. Hallo, mein Hübscher. Aber eigentlich ist sie ja betrunken, ich weiß gar nicht, ob ich das sexy und betrunken hinkriege. Mein Hübscher. Hallo? So, Clara, den Alkohol geben. Hier, Sie haben um Alkohol gebeten. Was haben Sie weggebracht? Whisky! Whisky? Okay. So, das kann ich, das kriege ich nicht alles besoffen gesprochen. Letztes Mal habe ich mit so viel Energie getanzt, dass ich meine Absätze oder ein paar Schische kaputt gemacht habe. Das war coole Zeiten. Vielleicht hat die auch ein Alkoholproblem. Das kann auch sein. So, zack, Clara glücklich gemacht. Ah, ja. Der Archivar, und zwar der alte oben aus der 2, glaube ich, sucht seine Brille. So, Mark Ranek hat mich gebeten, seine Brille zu finden, als sei es meine Schuld, dass er sie verloren hat. Ja, es ist unsere Schuld. Ich glaube, das wird tatsächlich auch die erste Aufgabe sein, die wir dadurch natürlich nicht lösen können. Weil wir haben ja relativ am Anfang, ich glaube, insbesondere in der Wohnung der Alten irgendwie alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Darunter auch seine Brille, die er jetzt sucht. Ja, es war mir irgendwie schon klar, dass uns das irgendwie mal zum Verhängnis wird. Aber gut, dann gibt's halt hier mal eine Aufgabe, die wir nicht lösen können. So sieht das aus. Pass auf. Was genau tun wir denn jetzt? Also, ja, mittlerweile ist es auch verboten, nicht nur zu weinen, sondern auch Fische zu besitzen oder zu konsumieren. Ausländische Musik ist verboten. Jeans, alles verboten. Mineralwasser zu kaufen oder importieren ist auch alles verboten. So, pass auf. Wir gucken jetzt einfach mal. Hat jemand hier Wäsche noch drin? Oh, vielleicht finden wir da eine Jeans. Ach, schade. Da hätte ich ja jetzt gefeiert. Ja, pass auf, wir kontrollieren jetzt einfach auch mal. Aha, so, guck mal, blaue Socken nehmen. Ja, nimm alle, so geil, jetzt haben wir einfach mal ein paar Socken gefunden. So, irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich Clara an unseren Sohn ranmacht. Siehst du das? Mein Sohn, flirte doch nicht mit der. Was willst du denn jetzt mit der Packung? Die ist besoffen, macht das nicht. Ja, Vater. Hast du die Brille gesehen, die dem alten Mann aus dem ersten Stock gehört, Patrick? Nein, entschuldige, ich muss gehen. Ja, der hat jetzt hier mit Clara geredet, jetzt ist er scharf, jetzt will er sich... Okay, lassen wir das. Na, Clara? Hallo, mein Hübscher. Ob die wieder nüchtern ist? Ich glaube nicht, ne? Hallo? Plaudern, das ist gut. Wie geht das Ihnen, Clara? So, das Ding ist... Also, siehst du, der Alkohol ist jetzt blitzverflogen. Clara scheint wieder nüchtern zu sein. Könnte nicht besser sein, Karl. Es gefällt mir, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Sie haben ja keine Ahnung, wie toll es ist, nach dem Aufwachen noch ein Gläschen Wein im Bett zu trinken. Pass auf, die ist Alkoholikerin, Leute.
Aloysius hat eine ganze Sammlung. Sie sind Geschenke von seinen Eltern. Ich will jeden einzelnen probieren. Das Problem ist, wenn die den ganzen Tag zu Hause rumhockt, werden wir da nie in die Wohnung reingucken können. Damit haben wir uns vielleicht jetzt ein Eigentor mit der Alten geschossen. Weiß ich nicht. Na toll, so. Ja, Vater. Ach, eigentlich, nee, ist okay. Wollte ich nichts von dir. So, können wir hier irgendwo noch rumgucken? Nee, können wir nicht so. Wir müssen uns jetzt langsam mal Gedanken machen, wie wir die Schimmers da aus dem Haus vertreiben. Aber, oh Gott, nein, 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 nein. Unserer Tochter geht's schon wieder schlecht. Unserer Tochter geht's schlecht. Warum? Frau, was ist los? Was ist Karl? Was, Rip? Was? Nein, unsere Tochter stirbt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Unsere Tochter ist gerade gesehen. Sie ist umgefallen. Was? Hä? Nein, warum ist die gestorben? Warum kommt die Polizei? Was ist denn hier kaputt? Kommt die jetzt zu uns? Sind wir jetzt verhaftet? Wir waren's nicht, wir haben nichts getan. Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt hier? Werde ich jetzt mitgenommen? Wird sie jetzt mitgenommen? Was ist denn hier los? Martha ist gestorben. Ich glaube, das war nicht gut. Aber wir haben uns so um sie gekümmert. Oh nein. Ja, und jetzt? Sind wir raus? Ist das Spiel vorbei? Haben die es nicht geschafft? Müssen wir nochmal machen? Ach du Scheiße. Och nö, das kleine Mädchen. Könnt ihr nicht ja oben mal bei den Schimmers gucken? Ach, das gibt's doch nicht. Tochter tot. Aber hast du gesehen, wie die umgefallen ist? Bubs war so tot. Ja, Vater. Patrick, deine Schwester ist gestorben. Martha ist eingeschlafen. Naja, eigentlich nicht. Wir haben ja alle gesehen, dass sie umgefallen ist. Dass sie wirklich wie eine Eins geradezu umgefallen ist. Bups, war sie tot. Aber das Ding ist, die war ja schon länger krank, ne? Wir haben ja alles probiert. Wir haben ihr... Was haben wir dir gegeben? Ja, erst es lag bestimmt an den Schokobonbons. Wer weiß, was in diesen Bonbons drin war. Ursprünglich haben wir ihr Schokolade besorgt. Da hat sie sich wahrscheinlich so sehr gefreut und aufgeregt, dass sie den Herzkasper bekommen hat. Dann haben wir irgendwie, ich glaube, Aspirin besorgt. Dann haben wir ihr den Arzt besorgt. Und dann schien es ihr eigentlich besser zu gehen, ne? Aber dieses Mädchen war, glaube ich, auch eh chronisch traurig. Ich kann es verstehen. Guck mal, hier ist so dunkel, hier ist so düster, es ist so traurig, alles ist verboten. Da kannst du nur tot umfallen und sterben. Das ist das Beste, was dein Körper in dieser Situation tun kann, weißt du? Oh nein, arme Schwester, wie sollen wir ohne sie leben? Wie ist das nur möglich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sohn. Wir konnten Martha nicht retten. Ich konnte es nicht. Ich kann jetzt nicht sprechen. Zu schwierig. Das Ding ist, jetzt können wir das ganze Kinderspielzeug verkaufen, weißt du? Wir haben ja jetzt kein kleines Kind mehr. Ich weiß, jetzt werden alle da draußen da sitzen und sagen, was ist denn das für eine Fiese? Ich denke jetzt einfach mal wirtschaftlich. Ich habe zu den Mädchen jetzt nicht so den Bezug wie der Vater und die Mutter. Ja, 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 jetzt hasst mich nicht dafür. Ja, es ist grausam, aber wir können jetzt nicht hier, verstehst du? Wir haben hier einen Auftrag. Es ist außerdem verboten zu weinen, verstehst du? Ich halte mich nur an die Gesetze des Staates. Und wenn der Staat sagt, ich darf nicht weinen, dürfen wir alle jetzt nicht weinen. Das heißt, wir müssen ganz klipp und klar nach vorne sehen und wo es weitergeht. Das Staat sagt, wir dürfen nicht. Also dürfen auch keine Musik hören, dürfen uns nicht ablenken, keine Äpfel essen, nicht weinen. Ne? Was ist Karl? Wir konnten sie nicht retten, Karl. Sollen wir jetzt weiterleben? Ich bin so einsam. Kann ich dir helfen? Oh Gott, weißt du, ach Mann, ja, ja, es ist natürlich so, pardon, meine Lieben, es ist natürlich ganz, ganz furchtbar grausam. Es ist natürlich grausam, aber dieser Karl, der kommt mir auch so ein bisschen, naja, gut, okay. Gib mir Martha zurück. Mach, dass sie und Patrick wieder hier sind, um uns glücklich zu machen. Ich möchte wieder die Mutter von zwei Kindern sein. Diesen Würfel am Boden. Ich kann ihre Spielsachen nicht aufheben. Ich kann einfach nicht. Ach.
ja, Karl, ist jetzt ein ganz beschissener. Warte mal, haben wir denn hier noch irgendwo Spielzeug? Dann natürlich erfüllen wir auch diesen Wunsch unserer Frau so. Sie haben eine neue Rechnung erhalten. Ah, das gibt's doch nicht. Pass auf. Wir nehmen jetzt erstmal hier den offenen Brief und nehmen den mit. Was für eine Rechnung? 1000 Tacken Scheiße, das können wir. Was für die Bestattung von Martha? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das heißt, wir brauchen Geld, Leute. Wir brauchen richtig viel Geld. Ja, können wir gerade noch nicht bezahlen. Okay, pass auf. Ja, ja, ja. Das heißt, wir müssen jetzt alles untersuchen, ob wir irgendwie alles klauen können, was wir finden. Das gibt's ja nicht. Leute, man, 1000 Tacken für so eine Bestattung. Mann, warum stirbt die auch? Das gibt's doch nicht. Hätte die nicht einfach mal am Leben bleiben können? Ist eine komische Tonlage, in der sich beide da unterhalten, aber gut. Ich will dich in die... So, pass auf, Bonbon, gib kein Kind mehr. Können wir jetzt auch das Bonbon wieder nehmen und das Bonbon verkaufen? So, ich glaube, hier haben wir schon geguckt. Ich will dich in die Meme. Ja, aber irgendwie müssen wir Geld verdienen. Ja, ja, du geh einfach mal Suppe kochen. Ich muss jetzt hier erstmal geldtechnisch gucken, dass wir die Rechnung bezahlt bekommen. Ach, das ist ja grausam furchtbar. Wir müssen auch unbedingt versuchen, in Wohnung reinzugucken. Wir brauchen Wertgegenstände. Wir brauchen jetzt einfach Wertgegenstände. Und das ziemlich schnell. Ah, hier gibt's aber überall nirgendwo was. Das ist ja ganz, ganz furchtbar. Pass auf, wir gucken jetzt erstmal zu unserem Dealer, ob wir hier irgendwas verkaufen können. Hallo, wo ist denn der? Ist der mal wieder nicht da? Das gibt's doch nicht. Ah, so, sie ist jetzt am Rumsaufen. Sind die denn da? Pass auf, wir gucken jetzt mal durch die Tür. Ah, stirbt die einfach weg? Das gibt's ja nicht. So, ich glaube, hier ist niemand da. Pass auf, wir klopfen. Na, ah, okay. Nein, 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 nein. Wir laufen wieder raus. Er ist ja da, er ist ja da. Warte, 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 warte. Wir laufen ganz nach unten. Ich wollte ja nur wissen, ob der da ist. Sie ist natürlich blöd, dass er da ist. Ist niemand da? Wer hat denn hier geklopft? War ein Klopfstreich. geh einfach wieder rein. Wobei, warte mal, was hat er denn? Der hat eine Ausrufungszeichen im Kopf. Hallo, warum stehen Sie denn hier in der Tür? Hallo. Sagen Sie es mir geradeaus, Karl. Wurden Sie beauftragt, mich auszuspionieren? Ja, ja, da haben wir ja schon alle Möglichkeiten ausprobiert. Und zwar, wir haben ihm sowohl vom Auftrag erzählt, als auch von der Zwangsräumung. Wir sagen einfach nichts, ist die beste Methode. Pass auf, was ist denn bei den Alten? Sind die Alten denn da? Wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend furchtbar... Ah, da, 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 so. Pass auf, wir werden jetzt erstmal versuchen, hier Sachen zu verkaufen, ehe wir in Wohnungen reingehen. Wir brauchen jetzt sofort erstmal Geld, weil wir jetzt sofort irgendwie Dinge, verstehst du? Ja, Komplimente. Dein Süßholzgeraspel, Mann, das kannst du dir auch sonst wohin schieben. Also, Socken. Ach, scheiße, warum geben die nicht so viel Geld? Das gibt's doch nicht. So, pass auf, den verkaufen wir. So, wir sind schon über 1000, das ist gut. Das heißt, wir können die Rechnung verkaufen. Karten und Würfel, ja, die geben ja schon einiges. Aber Schokolade, warte mal, warte, 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 warte. Briefe, braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Siehst du, wird geldtechnisch langsam echt extrem knapp, ne? So, pass auf, wir werden jetzt erstmal die Rechnung bezahlen. Eieieiei, oh Gott, jetzt sind wir gefühlt arm. Jetzt sind wir gefühlt arm. Pass auf, wir müssen jetzt hier oben mal gucken, ob wir... Hä, was ist denn in Wohnung 4? Ist der ausgezogen? Hä? Wir hatten doch da... Hä? Warum ist der weg? Ach, stimmt. Ich erinnere mich. Der hat ja gesagt, das haben wir jetzt gar nicht mitgeschnitten. Das ist zusammen mit dem Tod passiert, ne? Weil wir haben ja da oben diesen Matrosentypen gehabt. Verstehst du? Der da eingezogen ist und gesagt hat, er wohnt nur für ein paar Wochen da. Ach, verdammt. Da hätten wir Sachen klauen können oder irgendwas. Ah, okay. Also nimm niemanden in deine Wohnung, der nur so ein paar Wochen da ist. Oh, das ärgert mich ja jetzt. Schade. Und weil haben wir 500 Tacken investiert, um die Wohnung... Ach, scheiße, mein Vermieterleben ist echt für den Arsch. Oh, nicht gut, nicht gut. Pass auf, warte mal, wir gehen mal... Ja, was tun wir jetzt, verstehst du? Das ist die Frage. Was genau tun wir jetzt? Weil wir brauchen Geld. Wir müssen Dinge tun, um Geld zu bekommen. Was ist, Karl? Was möchtest du, Anna?
Ja, wir können nicht einkaufen. Wir haben kein Geld. Ich brauche $500 für Einkäufe. Was willst du denn einkaufen, Mädchen? Was willst du für $500 einkaufen? Ich kann dir doch kein Geld geben, Anna. Ich muss erst Dinge zusammenklauen. Karl, ich muss die Kinder irgendwie füttern. So, ich sehe schon, alle wegsterben hier, wie die fliegen. Ach nö, haben wir 24 Stunden dafür Zeit? Naja, ansonsten gibt's, glaube ich, keine Reputationspunkte, ne? Das ist ja jetzt eine ganz furchtbare Aufgabe. Hallo? Ja, Dialog beendet. Isst du mal! So, ich muss in eure Wohnung. So, der hat einen Telefonanruf. Kann jetzt nicht irgendwer mal aus der Wohnung raus verschwinden? Das gibt's doch nicht. Sind die noch da? Wir müssen jetzt einfach in Wohnung rein und Dinge klauen. Wir müssen Dinge so. Ich glaube, der Archivar ist ja, glaube ich, auch draußen. Geh du mal raus. Geh du mal raus. So, pass auf. Jetzt gucken wir hier nochmal durch, ob wir den Alten sehen. Ah, der Alte ist am Trinken. Hab ich gesehen. Hab ich ganz genau gesehen. Aber, warte mal. Wir sollten da vielleicht nicht durch die Tür gucken. Kann der nicht einfach mal rausgehen? Was? Es ist verboten, über den Krieg zu sprechen. Ja, das kriegen wir hin. So, jetzt geht der Alte raus. Richtig gut. Wir müssen nur so ein bisschen aufpassen, wenn die beiden da jetzt wieder vorkommen. Aber fahren die vielleicht weg? Weiß ich nicht. Pass auf, wir beobachten den mal ganz kurz. Wo ist sie denn? Nee, warte mal. Der Alte ist unten in der Küche. Ich glaube, die sind in der Küche. Pass auf. Ja, wobei, wir zoomen nicht ganz so schnell rein. So, pass auf. Da brauchen wir auch noch keine Kamera installieren. Wir müssen einfach nur schnell nach Dingen gucken. Noch eine neue Rechnung. Ja, jetzt kommt's ja hier. Können wir nicht alles stehlen? Alles stehlen, alles stehlen. Die haben Wertgegenstände. Was ist passiert? Nein! Immer kommen die an bei uns. Das gibt's doch nicht. Was machen Sie in einer fremden Wohnung? Klauen Sie etwa? Ja, wir haben kein Geld. Wir müssen hier mit Reputation bezahlen. Ich habe meinen Job gemacht. In Anbetracht Ihrer bisherigen Dienste bin ich mir sicher, dass Sie diese Durchsuchung aus Sicherheitsgründen durchgeführt haben. Fürs Erste können Sie gehen. Ja, ja, geh du mal raus. Geh du mal raus. Ich muss hier weiter klauen. Das gibt's doch nicht. Kommt dieser scheiß Bulle da an? No. Müssen wir jetzt schnell hier Ausweis, alles klauen. Das gibt's doch nicht, Mann. Kommen die da an? Aber warte. Das heißt, wir müssen jetzt die Zeit richtig nutzen. Und solange die nicht da ist, ich zoome mal noch ein bisschen raus, damit wir sehen, wann die wiederkommen. Ah, hier ist ja High Action hier. Ich muss auch gleich eine neue Aufnahme machen, sonst kackt es uns ab. Alles, ah, pass auf. Klauen. Oh. Nein! Ich glaube, das war schlecht. Das war rot umrahmt. Ich habe nicht geguckt. Was machen Sie in einer fremden Wohnung? Klauen Sie etwa? Ich glaube, die rot umrahmten wichtigen Sachen sollen wir nicht klauen, ne? Nein, wir haben nicht genügend. Ich habe meinen Job gemacht. Anscheinend haben Sie nur Ihren Job gemacht oder auch nicht. Wie wollen Sie dieses Mal bezahlen? Mit Ihrer Hose? Ihr Bußgeld beträgt $500. Nein! Scheiße! Zu gierig. Infolge der Verordnung Nummer 754 werden Sie wegen Unterschlagung gefeuert. Nein! Ist jetzt alles vorbei. Ich mach das nicht nochmal von vorne. Die ganze Nachbarschaft sah zu, wie Karl in das Polizeiauto gezerrt wurde. Sein Gesicht war blutverschmiert und in seiner Hose befand sich ein Loch, wo vorher seine Hausschlüssel waren. Die Polizei hatte sie mit dem Stoff zusammen abgerissen. Bis zum bitteren Ende seines kurzen Lebens fragte sich Karl, was mit seiner Familie geschehen war. Niemandem aus Karl Steins Familie vergönnte es das Schicksal, bis zum Ende des Jahres am Leben zu bleiben. Ja, wir konnten ja den Einkauf nicht bezahlen. Ach, das gibt's doch nicht! Ah, ich hasse es! Ach, das gibt's doch nicht! Das Ding ist, ab wo setzen wir das Spiel jetzt wieder fort? Ich habe ja hochgradig Angst, ne? Pass auf, das werden wir jetzt sofort nach dem Ladebildschirm herausfinden. Ich bin sehr gespannt. So, pass auf, jetzt rüttel mal hier zu Ende. Ich hasse sowas, weißt du? Das sah jetzt ziemlich nach Game Over aus, aber ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt gerade. Also, wir dürfen definitiv nicht zu viel klauen.
lebt unsere Tochter denn noch? Ab welchem Punkt sind wir denn? Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, ab dem letzten Speicherpunkt. Haben wir auch die Rechnung jetzt noch zu bezahlen? Nee, die Rechnung? Ja, ja. Ah ja, ich verstehe. Ab dem Punkt sind wir. Das ist ja jetzt ganz furchtbar schwierig, verstehst du? Sie will Geld, sonst sterben uns die Kinder weg. Brille können wir nicht liefern. Ach, das ist schwer. Tja. Wir gucken noch mal. So, er liest ein Buch. Pass auf, das heißt, er wird hier auch irgendwann wieder rauskommen. Wir reden jetzt... Warte mal. Hallo, mein Hübscher. Hallo? Haben Sie viele Anrufe auf die Anzeige bekommen? Mindestens 40. Eine schöne Frau zieht immer Verehrer an, wissen Sie. Aber Aloysius ist der beste Kandidat. Ich wollte immer schon mal einen bekannten Arzt kennenlernen. Glauben Sie, dass er hier viele Prominente kennt? Ich weiß nicht, aber ich glaube viele. Toll! Ich kann es gar nicht erwarten, ein Essen mit seinen Freunden zu veranstalten. Aha, so, also die ist so ein bisschen aufs Geld aufs Geld aus, so das wollte ich sagen. Pass auf, er ist, Schimmer ist da oben immer noch in der, ach nee, ja, ja, so, pass auf, jetzt reden wir erstmal mit ihm, vielleicht kriegen wir auch noch andere Nebenquests, um irgendwie Geld zu bekommen. Hallo? Ich bin am Rad des Untergangs. Was, wie, siehste, sorgen Sie dafür, dass sie verschwindet. Sie hat mich enttäuscht. Sie singt den ganzen Tag. Sie hat meine seltene Weinsammlung einfach zu ihren Freunden mitgenommen und sich nicht einmal dafür entschuldigt. Sie tanzte und sang, während ich unter Kopfschmerzen litt. Und keine Spur der Reue. Wie kann ich helfen? Sorgen Sie dafür, dass sie verschwindet. Bitte, ich schaff das nicht. Das ist wieder so, ne? Das könnte mein Ex-Freund sein. Einfach, still und heimlich versucht, dass die Alte geht. So, liebe Grüße an dieser Stelle, ne? Wir kennen das ja, oder? Ich kenne das leider sehr, sehr gut. Das ist jetzt keine böse, negative Kritik. Das ist einfach nur tiefe sitzende Verachtung für solche... Gut, lassen wir das. Und ich wollte auf Kreuzfahrt fahren. Ich habe sogar schon die Tickets gekauft. Ach ja, ich kenne das irgendwo, ja. Gut, ja, wir gucken mal, wie wir die rauskriegen. Ich kann dir noch nichts versprechen. Aber das Ding ist, hast du nicht ein bisschen Geld für mich? Wir haben Probleme, wir brauchen Essen. Na gut, ich werde sie zwangsräumen. Was? Uiuiuiui, okay, gut. Ja, gucken wir mal. Wo ist denn die Alte? Kriegen wir die jetzt aus dem Haus raus? Ja, da ist sie doch. Warte mal, so, du bist jetzt hier zwangsgeräumt. Pass auf. Hallo, Clara. Hallo, mein Hübscher. Hallo. Zwangsräumen. Sie müssen sofort das Haus verlassen. Warum sollte ich? Es gefällt mir hier und ich werde keine Anweisung eines kleinen Tyrannen wie Ihnen befolgen. Da steht nicht ernsthaft 1000 Reputationen. So viel haben wir doch nicht. Bestechen? Ja, so viel haben wir erst recht nicht. Bitten zu gehen. Sie müssen ausziehen, Clara. Aloysius ist nicht bereit, den Rest seines Lebens mit Ihnen zu verbringen, aber er ist zu schüchtern, es Ihnen zu sagen. Er kann nichts allein, oder? Ich finde es hier so angenehm und ich habe nichts, wo ich sonst hin könnte. Ich bin ganz allein in dieser Stadt und ich habe meine besten Jahre dieser Kakerlake geschenkt. Jahre? Sie sind erst ein paar Tage hier. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Dafür schuldet er mir was. Ich werde gehen, aber dieses Weichei wird dafür bezahlen. Finden Sie heraus, wo Aloysius die Brosche seiner Mutter aufbewahrt. Er hat mir die Bilder gezeigt und sagte, dass er sie als Andenken aufbewahrt. Sie sollten mir gehören. Oder uns. Vielen Dank für den Tipp. Wir brauchen nämlich Geld. Oh, jetzt hat die eine Aufgabe. Ach, das gibt's doch nicht. Ist der jetzt zu Hause? Ist der jetzt zu Hause? Pass auf, theoretisch können wir ja einfach mal klopfen. Es wird echt eng jetzt mit dem Geld, ne? Es wird echt eng. Ich weiß nicht, ob der da ist. Pass auf, wir klopfen jetzt ein... Nein! Ah, verdammt!
Nein, 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 das wollte ich nicht tun. Hallo. Sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen. Dialog ist beendet. So. Wir klopfen jetzt mal. Aber warte mal. Es sind jetzt ganz viele Leute weg, ne? Es sind ganz viele Leute weg. Ist der nicht da? Pass auf. So. Sie will ja eh, dass wir hier reingehen. Also gehen wir rein. Was ist das? Also ich lasse jetzt mal diese rot umrahmten Dinge lasse ich liegen. Ich stehle jetzt erstmal nur nicht rot umrahmte Dinge. Ah, jetzt kommt die schon wieder rein, Mann, das gibt's doch nicht! Was machen Sie in einer fremden Wohnung? Klauen Sie etwa? Lass mich doch einfach meinen Job machen, Mann! Und wir kommen hier aus dem auch überhaupt nicht raus, Mann. Das gibt's doch nicht. Himmelarsch, ich habe meinen Job gemacht. In Anbetracht Ihrer bisherigen Dienste bin ich mir sicher, dass Sie diese Durchsuchung aus Sicherheitsgründen durchgeführt haben. Fürs Erste können Sie gehen. Warum läuft denn das gerade so scheiße? Ach, das ist ja hochgradig deprimierend hier in diesem Spiel. Es ist einfach hochgradig so. Pass auf, wir suchen jetzt einfach nur mal die Brosche. Schlapphut. Warte mal, die Uhren? Die stehlen wir. Uhr gibt aber gut Geld. Wir dürfen vielleicht auch einfach nicht zu lange hier in den Wohnungen bleiben. Ich weiß es nicht. Nochmal eine Uhr. Komm, ich bin für Uhrenklauen. Oh. Warte, 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 warte. Wer kommt da raus? Wer kommt da raus? Hier gibt es keine Brosche. Hier gibt es keine Brosche. Oh, ich glaube, der kommt wieder. Der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder. Ahem. Aber er läuft vorbei. Okay, dann gehen wir wieder rein. Ach, Leute, Mann, das gibt's doch nicht. So, wir reden jetzt erstmal mit ihm. Hallo. Über Juwelen sprechen. Ich möchte mit Ihnen sprechen, Aloysius. Ich bin ganz Ohr, Karl. Ich brauche Ihren Rat. Was ist der beste Ort, um etwas Wertvolles zu verstecken? Ich habe einen Ring für meine Frau gekauft, weiß aber nicht, wo ich ihn verstecken soll, damit sie ihn nicht zu früh findet. Ha, ich hätte nie gedacht, dass sie so romantisch sind. Ich benutze Bücher immer. Heutzutage liest man selten. Kein Dieb wird das Bücherregal durchsuchen und das Medizinlexikon lesen. Haben Sie Bilder? Nein. Der ist perfekt. Danke. So, richtig gut. Also, in den Büchern, da wird es rein, warte mal, während er da noch steht, werden wir nämlich jetzt mal zum Bücherregal gehen. Ich glaube, ich bin einfach... Oh Gott, da hat... Da, lauf schnell, ihr der uns sieht hier. Wir haben einfach... Ja, ja, ja. Ne, wir sind... Wir gehen zu offensiv vor. Aber wo denn? Fernglas? Aber hier ist nichts von Wert. Hanteln. Der hat keine Juwelen, verstehst du? Der hat... Wir gucken auch nochmal ins Bett rein. Ausweise klauen ist immer sehr schlecht. Wir haben ja jetzt die Uhren schon geklaut. Ach, ist das furchtbar, Leute, Mann. Der hat keine Juwelen. Der hat einfach keine Juwelen. Und unsere Frau braucht einfach Geld, ne? Was ist das denn? Eine getrocknete Blume und Poster. Ja, ja, ja. Pass auf, wir gehen jetzt einfach mal wieder raus. Wir verkaufen jetzt die Uhren, sofern der Typ da ist. Aber er ist natürlich nicht da. Siehst du? Gerade, warte mal. Oh, oh. Ach, sie ist doch dumm. Oh, hier wurde etwas geklaut. Ehehe. Pass auf, wir klopfen jetzt einfach mal. Komm mal ran auf den Meterpuppe. Ja, jetzt rede doch mit uns, Mädchen! Hallo, mein Hübscher. Hallo. Über... Ach so, vielleicht wollte sie auch nur die Info. Jetzt schnalle ich das. Ich, ja, siehste, ich bin gleich raffgierig beim Klauen dabei.
Ich weiß, wo er die Borsche versteckt hat. Entschuldigung. Die Borsche. Wer kennt sie nicht? Die Borsche, die man sich irgendwo an die Brust ranbabbeln kann. Das ist eine Bubble-Borsche. So, Entschuldigung. Suchen Sie das Medizinlexikon im Bücherregal. Aloysius ist sehr einfallsreich. Ich hätte nie daran gedacht, in den Büchern nachzusehen. Ja, das sieht man dir leider auch an, Puppe. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Karl. Schade, dass Sie schon verheiratet sind. Aber das ist kein Problem. Rufen Sie mich an, wenn Sie mindestens ein paar Straßen verwalten. Ciao. Jetzt gib uns Geld dafür! Haben wir jetzt? Wir haben den Auftrag einfach erledigt, um nichts zu bekommen. Ach, das gibt's doch nicht. Himmelarsch. So, wir brauchen auf jeden Fall Geld. Ich weiß nur nicht, wo wir das herkriegen sollen. Ach, das gibt's doch nicht. Wir fragen nochmal nach der Brille. Hast du die Brille gesehen, die dem alten Mann aus dem ersten Stock gehört, Patrick? Nein, entschuldige. Ich muss gehen. Warum hast du denn ein Ausrufungszeichen über dem Kopf? Ja, Vater, warum hast du ein Aufrufungs- und Ausrufungszeichen über dem Kopf? Patrick, deine Schwester ist gestorben. Martha ist eingeschlafen. Oh nein, meine arme Schwester. Als würden wir ihm das jetzt erzählen, du weißt das doch schon. Wie sollen wir ohne sie leben? Wie ist das nur möglich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sohn. Aber du darfst nicht weinen. Wir konnten Martha nicht retten. Ich konnte es nicht. Ich kann jetzt nicht sprechen. Zu schwierig. Aber warum hast du denn ein Ausrufungszeichen über dem Kopf? Ja, Vater. Warum hast du ein Ausrufungszeichen über dem Kopf? Was ist denn los? Oh, ja, siehst du, dann ab in die Minen. Sofort ab in die Minen anmelden und ab in die Minen. Du musst Geld verdienen. Wir haben kein Geld. Du trägst jetzt hier mal zum Familieneinkommen bei. Mutti will ein paar Stunden $500 haben, weil sie einkaufen gehen will. Ich habe keine Ahnung, ob die vergoldete Kürbisse kaufen will. Ich weiß es nicht. Aber du gehst jetzt in die Minen und schürfst da ein bisschen mit. Ich wurde von der Schule geschmissen und zur Arbeit in die Mine geschickt. Ja, richtig so. Genau das ist richtig so. Eine Mine. Ja, eine Mine. Ein oder zwei passiert. Ich werde ein Bärarbeiter. Wer kennt sie nicht? Die Bärarbeiter, die... Entschuldigung. Ich werde kein Bärarbeiter, Vater. Nee, aber ich habe eine Idee für dich. Werd doch einfach Bergarbeiter. Bleib locker. Alles wird gut. Gut. Oh Gott, jetzt ist vorbei. Ja, ja, chill deine Base, Junge. Überleg nur, du wirst genug Geld in einem Jahr verdienen, um deine ganze Ausbildung zu bezahlen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ich muss dieses Jahr irgendwie überleben. Ja, du, wenn wir jetzt nicht gleich ein paar Stunden $500 bekommen, dann werden wir alle wegsterben. Weil Mutti dann nichts einkaufen kann. Ich kann ihr ein paar Äpfel geben, aber ist ja auch verboten. Du bist jung, aber du bist ein Mann. Hör auf zu jammern. Sei stark. Okay, Fati. Ich werde meine Beste geben. Ah, ja, ja, also hier ist so ein bisschen übersetzungstechnisch irgendwas ins Höschen gegangen. Ich werde meine Beste geben. Ja, tu das. So, jetzt ist das Ausrufungszeichen weg. Wir wissen, was da los ist. Oh, Mutti hat nur noch 8 Stunden und unser Dealer ist nicht da. Aloysius! Freund, du hast dir da ja echt eine Perle angelacht. Hallo. So, Konversation beendet. Geh mal hier gucken, was deine Perle tut oder was sie nicht tut. Das Ding ist, ich kann ihr kein Geld geben. Frau, ich kann dir kein Geld geben. Bleib mal hier stehen jetzt, Hasenzahn. Was ist, Karl? Nischt. Ich habe nischt. Ich habe kein Geld. Gibt nix. Ja, das wird jetzt ziemlich kirsch. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder sterben. So, pass auf. Wir müssen einfach bei uns selber klauen. Wir müssen bei uns selber Dinge klauen. Oh Gott, guck mal, was da oben los ist. Warte, nimm sie doch alle. Warte. Guck mal, da oben, siehst du das? Was läuft denn da für ein Film? Ich habe deine... Oh, die Borsche! Ach du Scheiße! Er darf nicht weinen, du darfst nicht weinen. So, wir... haben einen Beweis gefunden. Er hat geweint. Wir müssen mehr beobachten, Leute. Ja, ja. Er weint, weil... Ja, so sieht das aus.
Clara ist gegangen. Ich muss mit Aloysius sprechen. Liebe per Telefon. Ja, wir müssen ein bisschen aufmerksamer sein. Ich bin ein ganz grausiger. Ja, geh raus. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Tschüss, Clara. Sie hat die Borsche wahrscheinlich in den Büchern gefunden, hat jetzt auch gesagt, dein Vermieter hat mir erzählt, wo ich die Borsche finde. Jetzt hab ich sie und jetzt gehe ich. Und da ist sie weg, die Clara. Pass auf, können wir mit der nochmal reden? Können wir mit der? Die will nicht mit uns reden. Rede doch mal, Mädchen! Oh Gott, Aloysius ist bestimmt, aber eigentlich wollte er wollte ja, dass sie geht. Warum hast du denn dann geweint? Hallo? Über das Privatleben sprechen, weißt du, ist immer das Beste, was du willst, wenn du verlassen wurdest von deiner Perle. Gleich mit dem Vermieter über dein Privatleben sprechen. Das sind genau die Dinge, die du machen willst. Bedauern Sie nicht, dass Clara weg ist? Doch, der hat geheult. Natürlich bedauert er das. Er wollte zwar, dass sie geht. Das ist auch, ja, auch hier fühle ich mich reinversetzt wie in mein originales Leben, weißt du. Sie wollen, dass du gehst, aber dann am Ende, ne? Es ist so real hier. Ich fühle mich, als würde ich in diesem Haus auch im Keller wohnen. Sie ist nicht nur abgehauen. Sie hat auch noch die Familienjuwelen geklaut. Das ist natürlich wirklich ein absoluter Bitch-Move. Das ist meine Schuld. Ich hätte ihr nichts von Mutters Goldbrosche erzählen sollen. Dieser Halunke! Voll dieser, ne? Jetzt maskulin. Naja, wer weiß, was die Clara eigentlich war. Was haben sie vor? Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sie haben den verliebten Spack gesehen und nun werden Sie den untröstlichen Spack sehen. Oh, da macht er mir ja jetzt dezent Angst, ne? Das kann jetzt auch ein ganz böses Verhältnis kippen, weil eigentlich ist ja hier mit Aloysius Spack das Verhältnis ja ziemlich gut. Das war nicht Ihr Fehler. Gut, die Aussage ist die beste, finde ich. Die ist die beste, er beschuldigt uns nicht. Sie wurden unwissentlich in diesen Skandal verwickelt. Das möchte ich wieder gut machen. Oh ja, Kohle! Was will ich denn? Aber die kann ich verkaufen, Leute. Die kann ich verkaufen. Ja! Ich sehe gerade wieder ein bisschen Blink-Blink in meinen Augen. Nehmen Sie diese Kreuzfahrttickets. Ich wollte mit Clara fahren, aber nun werde ich all meine Zeit der Arbeit widmen. Auch das kenne ich. Ist wie aus dem Realleben. Ach schön, ich nenne meinen Ex-Freund jetzt einfach Aloysius Spack. Meine Patienten brauchen mich. Ja, geh mal Leben retten. Ju-Tickets! Zur Südküste ist bestimmt auch alles verboten. So, beobachtest du uns? So, pass auf, wir haben noch 3 Stunden Zeit. Wir müssen jetzt unbedingt hier zu dem Dealer. Wir müssen jetzt Sachen verkaufen. Los, komm mal ran hier jetzt auf den Meter. Wo ist der denn? Wo bleibt der denn, Mann? Wir haben doch keine Zeit. 2 Stunden noch. Die muss einkaufen. Wir verhungern sonst. Wir werden sonst alle sterben. Wir werden alle sterben. Was? Nein, Aloysius packt die Sachen. Ach so, nein. Ach, was für ein Scheißtag. Das gibt's doch nicht. Aloysius geht. Der hatte so viele Wertgegenstände, Leute. Der hatte so viel. Ach, verdammte Axt. Hätten wir bei dem mal mehr geklaut. Und wir haben nur noch die Uhren. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, ich könnte kotzen, so. Scheiße, Mann. Das war mein reicher Mieter. Ach, meine Komplimente. Jetzt halt's Maul. Jetzt hier. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Ich fühle mich wie so ein Junkie. 5.000 verkaufen, aber so was. Und jetzt, wir müssen hier, nein, dein Geld, wo bist du, Frau, wir müssen zur Frau, wo ist sie, wo ist die Frau, du kriegst dein Geld, ich hab dein Geld, wo bist du, Schatz, rede mit mir, ich geb, ach, verdammt. Jetzt ist die Mission. Ich habe Geld auf die letzten Sekunden besorgt, Schatz. Jetzt rede doch. Hab doch nicht. Schatz. Ach, Schatz. Schatz, sei doch nicht so. Frau, ne? Heute ist echt was los hier, Mann. Ach, Leute, das gibt's doch nicht, Mann. Ich weiß auch gar nicht, ob wir einen Speicherpunkt erreicht haben. Ich mache jetzt mal einfach eine neue Aufnahme. Ach, das gibt's doch nicht. Ah, Himmel. Arsch. Ja, meine Lieben, so pass auf, ich werde, glaube ich, die heutige Folge jetzt einfach mal beenden. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit der heutigen Folge, wie das Ganze hier weitergeht. Ich bin ja sehr gespannt, ob wir alle verhungern werden, weil unsere Frau war ja nicht einkaufen.
Wie wir da als nächstes einziehen lassen werden. Wir haben ja jetzt gerade nur 2 Wohnungen, aber wir haben jetzt auch wieder genügend Kohle, um neue Wohnungen ausbauen zu können. Ich bin in tiefer Trauer, denn Aloysius, so. Er war reich und wir hatten ein gutes Verhältnis mit ihm und wir hätten einfach mehr klauen müssen. Aber gut, jetzt hätten wir zumindest auch Kohle, um die Polizei mal finanziell zu bestechen, nicht immer mit unseren kostbaren Reputationspunkten. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe nicht, dass es uns jetzt zum Verhängnis geworden ist, dass wir die Kreuzfahrttickets verkauft haben. Aber wie das Ganze weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Und ich hoffe, ihr seid einfach dann da wieder dabei, meine Lieben. Und jetzt genießt einfach den Tag und seid ein wenig dirty. Tschüss. Ach, Schatz, komm rüber mit mir.